Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe ja versprochen, dass im neuen Jahr meine Lesemonate und Neuzugänge wieder regelmäßig kommen. Und siehe da, wir haben den 1. Februar und ich bin schon am Drehen. Also ich bin mehr als stolz auf mich. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Lesemonat. Ja. Ich habe euch ja das mit meinem Subglas erzählt und ich würde sagen, wir fangen mit dem Subglas-Update an. Ich habe ja dieses Jahr bei Null wieder angefangen, also ich habe das vom letzten Jahr geleert. Und ja, ich habe mir erlesen 45,50 Euro, genau, mit 11 Büchern, die ich euch dann gleich zeigen werde. Und ja, ich habe 5 neue Bücher gekauft. Davon musste ich aber nur für 2 Bücher Geld rausnehmen, weil die anderen Bücher waren halt rein Fortsetzungen und dafür muss ich ja nichts rausnehmen. Deswegen habe ich 26 Euro rausgenommen und habe jetzt noch 19,50 Euro übrig. Ich bin so unglaublich gut vorbereitet. Ja, so, fangen wir an mit dem Lesemonat. Ja, das ist mein Subclass-Update. Ja, zum Subclass erzähle ich euch noch ein bisschen was in den Neuzugängen mit meinem Bücherkauf. Ja, genau. Also, fangen wir an mit dem Lesemonat. Ich habe gelesen Schattenmagie und nein, in dem Buch ist immer noch kein Knick drin. Ich finde, dass das immer so aussieht, als wäre hier ein Knick drin. Aber auf jeden Fall werde ich zu dem Buch nicht allzu viel sagen, weil ich das schon für euch rezensiert habe. Und ja, ich packe euch die Rezi unten in die Infobox, da könnt ihr vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Ich kann euch aber so viel sagen, dass mir das Buch unglaublich gut gefallen hat. Es war so schön und magisch und ja, ich möchte unbedingt weiterlesen und kann kaum erwarten, dass bald endlich Band 2 erscheint, obwohl es dauert ja noch ein bisschen. Dann habe ich gelesen Let Me Teach You von Asuka und hier geht es um Leon und Alex und ja, Leon ist Alex Schüler und die beiden kennen sich halt schon von früher und jetzt nach ein paar Jahren treffen die sich wieder und ja, verzehren sich immer noch nacheinander. Ich muss sagen, mir hat das echt gut gefallen. Ich mochte die direkte, also man liest sehr viel aus Leons Sicht und ich mochte die direkte Art von Leon sehr. Der hat ja, so seine Ausdrucksweise, die fand ich cool, hat mir sehr gut gefallen und das Buch ist übrigens in einem neuen Gewand. Es hatte früher ein anderes Cover und hat jetzt ein neues Cover bekommen. Ich habe das Buch auch von der Autorin zugestellt bekommen, also vielen Dank dafür und ja, hat mir wie gesagt sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich Band... Mein Akku blinkt schon wieder. Das kann doch nicht sein. Oh Mann. Dann habe ich Band 2 gelesen von Love and Desire. Ja, Band 1 mochte ich ja sehr, sehr gerne. Es geht ja um die Geschichte von Sam und Sarah. Und ja, Band 2 war auch wieder richtig, richtig gut. Die Autorin hat einfach richtiges Talent, so ja, sexy Geschichten zu schreiben. Und auch Band 2 ja, ist davon nicht verschont geblieben. Es war sehr, sehr geil. Aber ich kann euch hier nicht so viel zum Inhalt erzählen, weil wie gesagt, zweiter Band. Dann habe ich gelesen The Deal von Elle Kennedy, tatsächlich in einer Leserunde, sonst hätte ich das Buch wahrscheinlich nie angefangen. Es hat mir am Anfang nicht so gut gefallen, es geht halt um Hannah und Hannah ist verknallt in irgendeinen unerreichbaren Typen und ja, sie ist halt auch ein bisschen schüchtern, muss man dazu sagen. Und dann kommt auf einmal Garrett daher und Garrett möchte Nachhilfe von ihr, aber sie, ja, sie weigert sich einfach, ihm Nachhilfe zu geben, weil sie ihn einfach zu arrogant und so weiter findet. Und ja, Garrett bietet ihr dann einen Deal an, nämlich dass er ihre Beliebtheit steigert und ja, somit, dass der Kerl, in den sie verknallt ist, sie dann anspricht. Und ja, sie hat natürlich die Rechnung nicht mit ihren Gefühlen gemacht, weil sie sich dabei natürlich eventuell ein bisschen in Garrett verguckt. Hat mir am Anfang nicht ganz so gut gefallen. Also ich bin schwer reingekommen. Was heißt schwer reingekommen? Ich bin gut reingekommen eigentlich. Es hat einen sehr lockeren Schreibstil. Ich fand den Schreibstil tatsächlich auch sehr kindlich. Ich fand auch die Protagonistin teilweise sehr kindisch. Es hat mich einfach nicht gepackt. Aber... ab der Mitte, ja, hatte es mich dann auch vollkommen und ich mochte die Geschichte richtig gerne und möchte jetzt auch unbedingt die anderen Geschichten lesen und erfahren, wie es damit weitergeht. Und ja, hat mir im Großen und Ganzen gut gefallen. Wie gesagt, am Anfang nicht so sehr, aber hinterher dann schon. Dann haben wir Don't Hate Me. Das ist der zweite Band von Don't Love Me von Lena Kiefer. Und den habe ich auch in einer Leserunde gelesen. Und ja, hat mir gut gefallen. Ich liebe das Setting. Wir sind hier auf Korfu und ja, ach, es war wirklich, wirklich ein tolles Setting. Und natürlich, die Charaktere waren unglaublich
toll. Ich kann euch jetzt nicht erklären, worum es hier geht, weil zweiter Band. Es ist eine fortlaufende Geschichte, hat mir aber super gefallen. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil sonst würde ich euch spoilern. Dann habe ich eine Reihe gelesen, eine zweiteilige, und zwar Crown and Passion. Das ist Band 1 und das ist Band 2 und es geht um unsere Prinzessin Adlin. Und ja, Adlin ist die Kronprinzessin von England. War doch von England, oder? Ich glaube schon. Oh, und ja, sie ist so ein bisschen die rebellische Prinzessin, was ihren Eltern so gar nicht gefällt und gar nicht in den Kram passt. Aber Adlin, ja, die mag es einfach nicht, dass ihr alles vorgeschrieben wird. Und dann trifft sie auch noch auf den Schauspielstar Josh und ja, die beiden zusammen. Explosion, kann ich euch sagen. War eine richtig, richtig tolle Reihe. Also Band 1 hat von mir 5 Sterne bekommen. Es hat mir noch besser gefallen als Band 2. Aber es war einfach toll, weil man hat sich so richtig in die Charaktere verliebt, in die Geschichte verliebt. Und es waren so viele tolle Dinge einfach dabei. Und es hat so viel Spaß gemacht, das zu lesen. Ich muss allgemein sagen, dass die Bücher von Jodi Allen Maupass mir immer sehr, sehr gut gefallen. Und ja, auch hier die Reihe, ich fand sie unglaublich, sie hat mir richtig gut gefallen und ja, kann ich euch nur empfehlen. Ich möchte jetzt auch unbedingt noch die anderen Bücher, die ich von Jodi Allen Maupass hier zu Hause habe, weiterlesen oder lesen, so rum. Und ja, freue mich halt sehr drauf. Dann ein sehr untypisches Buch für mich, Der Heimweg von Sebastian Fitzek. Ich habe das Buch tatsächlich zu Weihnachten geschenkt bekommen und war so ein bisschen so, oh mein Gott, ich lese doch gar keinen Fitzek. Aber ich habe das in einer Leserunde gelesen und oh mein Gott, das Buch war so, so gut. Es geht hier um ja, so ein Begleittelefon, wo man anrufen kann, zum Beispiel als Frau, wenn man abends unterwegs ist und Angst hat oder so. Und ja, was da alles passiert, ich möchte es euch gar nicht verraten, aber es ist so, so krass, weil der Sebastian Fitzek, der macht so einen Psychoterror mit deinem Kopf. Du fragst dich die ganze Zeit, Alter, wer ist denn jetzt in diesem Buch der Bekloppte oder die Bekloppte? Ne? Und dann denkst du dir so, oder sind sie alle bekloppt oder bist du bekloppt? Und dann diese Auflösung, also wirklich, die Auflösung war so genial. Und das ganze Buch, es war wirklich durchgehend spannend, weil du willst allem, was da passiert, unbedingt auf, unbedingt wissen, was es damit auf sich hat und auf die Spur kommen. Und ja, also große Empfehlung. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich möchte auf jeden Fall noch was von ihm lesen, weil dieses Psycho-Thriller-Zeug doch schon echt geil. Ich finde das immer cool, wenn man mich so psychomäßig an der Nase rumführt. Hat mir mega, mega gut gefallen. Dann habe ich gelesen 365 Tage. Auch dazu werde ich jetzt nicht allzu viel sagen, weil ich da eine Rezension schon zu abgedreht und hochgeladen habe. Ich kann euch so viel sagen, das war diesen Monat definitiv mein Flop. Mir hat das Buch nicht so gut gefallen. Ja, so viel dazu. Dann habe ich gelesen, auch in einer Leserunde. Ich hatte diesen Monat sehr viele Leserunden, was glaube ich auch der Grund dafür ist, dass ich so viel gelesen habe. Und zwar zu Warrior and Peace von Stella Tuck. Und ja, das Buch ist so ein, ja, ich bin sehr zwiegespalten mit diesem Buch. Mein größtes Problem an diesem Buch ist, dass der Klappentext, der hinten drauf steht, über die Hälfte des Buches verrät und ich hasse sowas wie die Pest, weil ich bin Mensch, ich lese den Klappentext meistens und dann lese ich das Buch und in diesem Buch war es halt so, dass ich die ganze Zeit auf das gewartet habe, was auf dem Klappentext unten drauf steht. So, und es hat so lange gedauert und es war so viel drumherum. Ich muss sagen, was mir gefallen hat, war wirklich dieses Humorvolle. Es war sehr witzig gemacht, aber es hat mich so genervt, dass das alles so lange gedauert hat. Dann die Protagonisten, denn bis die auf ihren Love Interest so richtig trifft, also sie trifft ihn einmal am Anfang so ganz kurz
Und sie hat halt auch auf eine andere Art und Weise mit ihm Kontakt, aber so wirklich treffen tut sie ihn nicht. Und was mich halt auch sehr gestört hat, dass es teilweise sehr kindisch war. Also dieses Verhalten zwischen den beiden, so rumgezicke, dann mögen wir uns, dann wieder rumgezicke und das so von Seite zu Seite. Und oh, nee, also das war leider nicht so mein Buch. Auch wenn ich am Anfang wirklich gedacht habe, dass es mir wirklich gut gefallen würde, konnte es mich hinterher leider nicht mehr so überzeugen. Es geht hier auf jeden Fall um Götter. Und ja, so wie gesagt, die Geschichte und das Ganze hat mir gut gefallen, aber ja, die Umsetzung leider nicht so und ich werde auch hier nicht weiterlesen, weil ich habe halt schon den Klappentext von Band 2 gelesen und da ist mir halt schon aufgefallen, dass es noch ganz viel Kindertheater geben wird und darauf habe ich keine Lust. Und kommen wir zu meinem Highlight diesen Monat. Ich habe Rebellion von Jennifer L. Armstrong gelesen und wie soll es anders sein? Das ist übrigens der zweite Band von Revenge und das ist das Spin-off zu Obsidian, für die, die es nicht wissen. Und ja, was soll ich sagen? Bitte, bitte, ich will einen Luke haben. Luke, oh mein Gott, er ist so ein Book-Boyfriend, ohne Witz. Luke, der hat alles, was irgendwie so ein guter Book-Boyfriend braucht. Der ist einfach charmant und ja, er ist alles. Der hat so das Gesamtpaket, aber mir hat tatsächlich nicht nur Luke gut gefallen, sondern die ganze Geschichte. Ich liebe die Story, ich liebe es, wie sich Jennifer L. Armentrout immer wieder was Neues ausdenkt und ja, also ich finde die Geschichte wirklich, wirklich geil und es hat mir so, so gut gefallen. Und ich konnte einfach nicht aufhören zu lesen. Das war so ein Buch, ich hatte das in 3 Tagen durch, weil ich, und es hat 500 Seiten, weil ich immer 150, 170 Seiten am Stück gelesen habe, weil einmal angefangen konnte ich gar nicht mehr aufhören. Und ja, ich freue mich. Ich habe nämlich Band 3 schon zu Hause und werde direkt loslegen mit Band 3 nächste Woche. Und ja, das war mein Lesemonat. Sagt mir gerne in den Kommentaren, was ihr so gelesen habt oder ob ihr ein paar Bücher von meinen hier schon kennt oder auch gelesen habt. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!